Hi und herzlich willkommen, schön, dass du reingeschaltet hast. Heute soll es um Gleichungen gehen und zwar, wie löse ich Gleichungen mit Klammern und wir fangen auch sofort an, das Ganze zu lösen. Als ersten Schritt müssen wir x mal x multiplizieren und x mal x macht x Quadrat plus und plus ergibt plus. Wir schreiben also keinen Plus davor, wir denken uns das in dem Fall. Zweiter Schritt ist x mal 8 macht 8x und plus und minus ergibt minus. Dann der dritte Schritt, 4 mal x macht 4x, Minus und Plus ergibt Minus. Und der vierte Schritt, 4 mal 8 macht 32, Minus und Minus ergibt Plus. Und damit haben wir schon die linke Seite aufgelöst. Jetzt müssen wir die rechte Seite noch machen. Und genauso wie wir das links gemacht haben, so machen wir das auch rechts. X mal x macht x Quadrat, x mal 6 macht 6x, plus und minus ergibt minus. Dritter Schritt, 2 mal x macht 2x, minus und plus ergibt minus. Und der vierte Schritt, 2 mal 6 macht 12, minus und minus ergibt plus. Und damit sind wir auch schon fast fertig in dem Fall. Und jetzt brauchen wir nur noch zusammenfassen und das Ganze nach x auflösen. Ich mache mir also immer einen Strich dahinter und schreibe dafür ein z hin für zusammenfassen. Und nun fasse ich zusammen, was ich zusammenfassen kann. Ich schreibe mir als erstes x² hin, da ich hier auf der linken Seite kein weiteres x² stehen habe. Und jetzt rechne ich minus 8x minus 4x macht minus 12x. Ich gehe also weiter in den negativen Bereich hinein, plus 32. Auf der rechten Seite schaue ich mir auch an, ob ich hier noch was mit x² habe. Habe ich nicht, also x² übernehmen. Minus 6x, minus 2x, auch da gehe ich wieder weiter in den negativen Bereich. Das macht also minus 8x plus 12. Und nun kann ich als nächstes das x² auf eine andere Seite bringen. Und da ich sehe, dass sich das dann raus, kürzt in dem Fall, brauchen wir da keine große Beachtung mehr schenken. Das heißt also minus x². Und wenn ich beispielsweise dieses oder dieses nehme, das ist völlig egal. Ich entscheide mich in dem Fall, dass ich hier das abziehe. X² minus x² macht dann also 0. Ich habe nur noch minus 12 hier stehen. Plus 32 ist gleich. Und x² minus x², auch da steht nichts mehr. Minus 8x plus 12. Da ich jetzt noch auf beiden Seiten ein x stehen habe, muss ich mir überlegen, was ist das kleinere x oder der kleinere x-Wert, damit ich vielleicht in das positive oder in den positiven Bereich hineinkomme. Und von daher bietet es sich an, diese minus 12x zu nehmen. Also plus 12x, minus 12x plus 12x macht 0. Es bleibt also auf der linken Seite noch 32 stehen. Und minus 8x plus 12x macht 4x plus 12. Nun können wir weiter auflösen. Wir müssen ja nach x auflösen. Das heißt also, hier steht plus 12 minus 12. Es bleibt auf der rechten Seite 4x stehen. Und 32 minus 12 macht genau 20. Das Ganze teilen wir nun noch durch 4. Und wir haben auf der rechten Seite nur noch x stehen. Und 20 durch 4 macht 5. Und damit haben wir eigentlich auch schon unser Ergebnis und können das Ergebnis zweimal unterstreichen. Okay, das Ganze üben wir jetzt nochmal in einer weiteren Aufgabe. In der weiteren Aufgabe seht ihr, dass sich hier noch was verändert hat. Und zwar ist noch nach den Klammern hier noch ein Wert dazugekommen. Aber das macht das Ganze nicht schwieriger. Wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall das ist gleich unter das ist gleich setzt. Das ist wichtig, damit ihr da also nicht durcheinander kommt. Und auch hier wieder fangen wir an, das Ganze aufzulösen. Wir multiplizieren 2x mal x macht 2x². Dann als nächsten Schritt 2x mal 2. 2 mal 2 ist 4, also 4 und das x dazu und plus ergibt plus. Dritter Schritt 1 mal x macht x, minus und plus ergibt minus. Und als vierter Schritt 1 mal 2 ist 2 und plus und minus ist minus, also minus 2, minus 0,5 können wir so abschreiben. Damit haben wir die linke Seite schon gelöst.
machen wir das bei der rechten Seite auch noch. X mal 2x macht 2x². Zweiter Schritt. X mal 3 macht 3x. Und plus ergibt plus. Dritter Schritt. 4 mal 2 macht 8. Und minus und plus ergibt minus. In dem Fall, wir überprüfen nochmal. Hier gibt es manchmal dann auch so, dass man dann ja einen Rechenfehler macht. Überprüfen nochmal. X mal 2x macht x². X mal 3 macht 3x. 4 mal 2 macht 8. Minus und plus ergibt minus. Und hier haben wir in dem Sinne noch das x vergessen. Das dürfen wir nämlich nicht vergessen. Und als vierten Schritt in dem Fall multiplizieren wir jetzt 4 mal 3. Das macht 12. Und minus und plus ergibt minus. Hier brauchen wir keine Variable ranschreiben, da es hier in dieser Rechnung keine Variable gibt. Und wir übernehmen die minus 5 noch als letztes. Okay, nachdem wir das jetzt gemacht haben, sehen wir, dass in unserer Gleichung auch ein bisschen geordnet werden kann. Deswegen empfehle ich euch da auf jeden Fall oder dir einen Strich dahinter zu machen und O zu schreiben für ordnen. Und wir fangen ganz vorne an mit 2x. Dafür nehme ich mir einfach meine Farbe und überprüfe noch, ob ich hier noch ein x² habe. In dem Fall, das habe ich nicht. Ich schreibe also hin 2x². Dann als nächstes nehme ich alle Begriffe, die mit x zu tun haben und achte auch automatisch mit auf die Vorzeichen. Deshalb schreibe ich auch die entsprechenden Vorzeichen mit auf und unterstreiche mir die auch. Also plus 4x minus x minus 0,5x. Und als letztes noch die minus 2, also schreibe ich mir auch minus 2 dahinter. Und das mache ich auf der linken Seite genauso wie auch auf der rechten Seite. Also ich trage mir die 2x² ein. Dann ordne ich alles, was mit x zu tun hat. Es gibt hier nichts weiter, was ich hier ordnen müsste in dem Fall. Ich schreibe also hin plus 3x minus 8x. Und als letztes dann noch die minus 12 und die minus 5. Also minus 12 minus 5. Und jetzt folgt ganz klar als nächstes der Schritt des Zusammenfassens. Und jetzt brauchen wir nichts anderes zu machen, als sinnverwandte oder gleiche in dem Fall zusammenzufassen. Wir haben kein weiteres x² dabei, also können wir schreiben 2x². 4x minus x macht 3x, minus 0,5x macht plus 2,5x. Minus 2 ist gleich. Auf der rechten Seite seht ihr auch kein x², also schreiben wir 2x² hin und fassen nun die Begriffe zusammen, die eine Variable x haben. 3x minus 8x macht minus 5x und minus 12 minus 5 macht minus 17. Wir gehen weiter in den negativen Bereich hinein. Als nächstes wollen wir ja den Schritt machen, dass wir irgendwann auf die Variable kommen x. Und dann empfiehlt es sich als nächstes den Begriff des x Quadrates sich anzuschauen. Und hier kann ich als dem Fall dann minus 2x rechnen. Und zwar minus 2x². Und minus 2x² minus 2x² macht 0. Wir haben also noch 2,5x hier stehen. Minus 2 ist gleich. Und 2x² minus 2x² ist auch 0. Es bleibt also noch minus 5x minus 17 auf der rechten Seite stehen. Und auch hier wieder der Tipp. Wir nehmen das kleinere x und bringen das auf die andere Seite, beziehungsweise gehen den Gegenschritt, um quasi dann irgendwann auf einer Seite nur noch x stehen zu haben. Und in dem Fall ist minus 5x das kleinere, also plus 5x. Und 2,5x plus 5x macht 7,5x. Wir übernehmen minus 2 und schreiben auf die rechte Seite noch minus 17. Als nächstes müssen wir uns um die 2 kümmern. Hier steht minus 2, also plus 2. Es bleibt auf der linken Seite noch 7,5x stehen. Und minus 17 plus 2 macht minus 15. Jetzt teilen wir das Ganze noch, weil zwischen der 7,5 und dem x ein Mal steht, also geteilt durch 7,5. 15 durch 7,5 ist 2, minus und plus ergibt minus. Und damit sind wir auch mit dieser Aufgabe fertig und konnten die lösen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Aufgaben ein wenig helfen.
Lass gerne einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.